So, warte, trifft jetzt draußen auf mich oder was? Ah ja. So, nur damit komme ich zum Mana-Baum. Ja, und also über Gebirge kann ich damit nicht. Hier weiter nach rechts kann ich auch. Hier scheint der Mana-Baum zu sein, hä? Dann lass mich mal runter. Ja, so. Das ist also der Mana-Baum. Zephyros, komm hervor, zeige dich. Ich habe euch erwartet. Endlich seid ihr hier. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Meinen über dieses Land, doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt, und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen ereilen. Der Mana-Baum soll euer Grab werden. Oh, ich hab schon Angst, gerade fällt mir gerade auf. Nicht, dass mich dauernd von den scheiß Händen treffen. Gibt's hier irgendwas, um mir aufzufüllen? Offenbar nicht. Oh. Okay. Ich weiß zumindest ungefähr, wie es geht. Wie es geht, wie es geht, wie es geht.
Übrigens, ich bin plötzlich doch wieder auf Viertelherzen beschränkt. Ist das jemandem aufgefallen? Ich bin wütend darüber. Ja. Nein, ist ja gut. Ja, du hast das hast du mir schon mal erzählt, bitte. Ist ja gut. Ah ja. Okay, komm schon. Sieht schon wieder nicht so prall aus, was das Leben angeht und so. Oh. Ja. Immerhin schon wieder was Neues gelernt, was ich tun muss. Ja, komm. Wir wissen es doch. Wir wissen es doch, was passiert, was er sagt, was ich sage, was ich tun muss. Was, komm schon. Ja, sag ruhig. Etwas besser aus, würde ich sagen. Etwas besser.
Sehr schön. Gestartet, ey. Arschloch. Arschloch, 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 Arschloch. So, genau, so also. Hey, Moment, das... Muss ich noch lernen? Aber immerhin weiß ich jetzt, was ich machen muss, genau. Das weiß ich jetzt schon. Hier, echt, ey, das weiß ich jetzt, verdammt, das weiß ich jetzt. Ja, komm hervor, komm hervor, komm hervor, laber nicht lang rum, sondern lass dich endlich bekämpfen.
Okay, der Anfang war jetzt nicht so pralle. Aber ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Was ich jetzt zu tun habe. Das ist schon mal ein entscheidender Vorteil. Ich glaube, ich bin schon ungefähr. Habe ich ihn schon ungefähr so oft geschlagen wie beim letzten Mal? Seine. Ja. Jetzt. Oh, meine steinere Rüstung. Doch an dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben. Ich werde euch mit Haut und Haar verbrennen. Okay. Wie wär's so? Ja, ist ja gut, ich hab nicht getroffen, okay? Wichtiger ist, dass ich auch nicht getroffen werde. Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Vielleicht! Vielleicht, wenn du nicht unbedingt Rache nehmen wolltest. Ich meine, die Leute hier, die heute, die haben dir nichts getan. Sophie was besiegt. Held. Yo. Ja, schön. Evoland bei Shiro Games. 3D-Grafik von Etienne Markowski und Jeremy Kuru. Vitri. 2D-Grafik von Jeremy Kuru Vidri, Story von Nicolas Kennedy und Sebastian Widdell, Programmierung von Nicolas Kennedy, Musik und Sound von Kemal Shackham, Level und Game Design von Sebastian Widdell und Nicolas Kennedy, Originalidee von Nicolas Kennedy, Evoland Classic in
48 Stunden für den irgendeinen Wettbewerb entwickelt im Spiel. Monster schlechter Heiner, Heilerin Keres, Macht des Bösen Zephyros. Spielen ihr besonderer Dank, Lowen, Purgit, Tegesu, Philipp, Ren, Null, Airi, frei nach Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo und vielen mehr. Danke fürs Spielen. Ihr habt 87,8% des Spiels abgeschlossen. Shiro Games. Ihr habt das Spiel gewonnen. Drückt Aktion, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Ja, das war Evoland. Es hat mir Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Leute, es hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.